Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Contra Force. Contra habe ich ja schon vor langer Zeit mal gezockt und aufgenommen, habe ich noch nicht alphabetische Reihenfolge gespielt. Momentan versuche ich ja von A bis Z durchspielen, damals habe ich noch irgendwelche Titel ausgewählt. Und da ich Angst bekommen habe, dass mir die guten Titel ausgehen und ich nur noch Schrott zocken muss, bin ich dann irgendwann mal alphabetisch vorgegangen. Wie auch immer, hier, Contra Force. Es ist mitten in der Nacht, alles schläft hier, nur ich zocke ein bisschen NES mit euch. Ja, was haben wir denn? Eine hübsche Pixelgrafik. Bisschen Story zum Reinkommen. Na, ist das nicht ein cooler Typ? Muskeln, offenes Hemd, Brille und ein Zelltelefon in der Hand. Aha. Okay. Contra Force. Ah, hier kann ich meinen Protagonisten auswählen. Wem nehme ich da? Die Steuerung ist hier interessant. Ah ja. Ich kann nicht links und rechts, sondern ich kann hier durchschalten. Okay. Interessante Designentscheidung wieder mal. Was habe ich hier? Handfeuerwaffe, Maschinengewehr, Schussweste, Sniper-Typ, Orga-Uzi-Typ. Und was bist du? Ein Tellerminen-Typ. Ich nehme mal den. Ich fange einfach mal mit denen an und zock mich da durch. Ja, Contra, die Reihe ist ja super, mega bekannt. Aber ich muss gestehen, Contra Force habe ich noch nicht gespielt. Bin schon sehr gespannt, was mich da erwartet. So, ich kann hüpfen, ich kann raufschauen, ich kann in die Knie gehen und schießen. Ich kann hüpfen und schießen. Ich kann hüpfen und raufschießen, ich kann hüpfen und nach vorne schießen. Okay. Steuerung sind ganz fein. Ah, ich kann auch quer schießen. Okay. Quer runter geht natürlich nicht. Kann ich da raufklettern? Nope. Gut, Start ist Pause. Okay, kann man offensichtlich auch zu zweit spielen. Interessant. Und Select. Macht hier nichts. Gut, Vorbereitungen abgeschlossen. Auf geht's. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sicher grottenschwer ist. Und die Framerate ist auch nicht die beste. Egal. Darauf, weil da kann ich nicht durchschießen. Oh ja, kann ich. Ah, das kann ich zerschießen. Ah, das ist natürlich wieder ein Jammer. Da macht man sich so viel Arbeit für ein Spiel und dann ist die Kameraführung wieder so für den Bopsch. Warum sehe ich nach hinten mehr als wie nach vorne? Das ist doch einfach dumm, Leute. Dass das früher niemandem aufgefallen ist. Das verstehe ich bis heute nicht. Das sind zwei. Das, okay, vielleicht sind es mehr als zwei Zeilen Code, um es zu schreiben. Zumindest damals. Heutzutage wären das zwei Zeilen Code, dass die Kamera vor früher mitgeht. Ah ja, wie komme ich da jetzt vorbei? Aha. So, okay, habe ich denn da mal. Ich kann doch sicher irgendwie raufklettern, oder? Das gibt's doch nicht. Das schaut so raufkletterbar aus. Das geht doch nicht. Kann ich da vielleicht so raufgehen? Na. Und schon Instant Game Over. Boah, geht das schnell. Nö, kein Container. Ich möchte mal die anderen Leute ausprobieren. Okay, den Vorsprung können wir uns sparen. Den brauchen wir nicht nochmal. Komm schon. So, Sniper-Typ. Boah, da geht er mit der Sniper einfach so auf die Jagd hier. Kann ich die Waffe wechseln? Ich kann die Waffe nicht wechseln. Oder? Ah, ich kann mit dem CPU-Assistenten holen. Mache ich doch gleich mal.
choose another player. Okay, jetzt geht das nicht. Nein. Ich bin Player 1. Das schalte ich auf No Use und das möchte ich auf CPU haben. Geht das nicht? Ich kann nicht noch einen Spieler verwenden. Ah, wieso nicht? Ist doch Blödsinn. Gut, dann halt nicht. Aha. Was macht der jetzt da? Der bleibt einfach da stehen. Okay, ich raff's nicht ganz. Aber ich habe doch nur ein Spiel eingestellt. Nein, ich habe zwei Spiele eingestellt. Okay. Und kann ich jetzt den da... Ja, ich habe einen CPU-Freund. Oh yeah. Ja, wer keine echten Freunde hat, der braucht einen CPU-Freund. Ist doch klar, wo. Ist schon spitze. Stell dir vor, ihr wollt mitten in der Nacht NES zocken, kein Freund ist zur Hand. Und ihr könnt euch einfach einen CPU-Freund machen. Perfekt. So, da. Wird später mal vielleicht gang und gäbe sein, ja. Wenn du nicht alleine zocken willst, dann holst du einfach nur die KI. Den Toni. Und der spielt dann mit dir. Wie ist denn das hier das Timing? Ist das überhaupt möglich? Okay, das war schon schwierig. Wundere mich gerade, dass ich es geschafft habe. Grafik ist eigentlich ganz fein, Sound ist eigentlich auch ganz fein. Was ich irgendwie nicht ganz sah, ist der Schwierigkeitsgrad. Der scheint mir doch ja NES-mäßig hoch zu sein. Wow! Ah, was soll denn der Mist? Ja, da muss ich raufhüpfen wahrscheinlich. Ja, genau so ist es auch. Schießen kostet nichts, also einfach mal draufheizen, ja. Ist umsonst. Ah. Muss ich da irgendwas holen? Ist da vielleicht Dinge? Da gibt's was, wusste ich doch, da gibt's irgendwas. Und kann ich jetzt mit Select wechseln? Ah ja, Flammenwerfer, cool. Habe ich jetzt immer? Okay, den habe ich jetzt immer. Mann, nix Pause, ich will weiterspielen. So, CPU-Freund, mach was. Der stirbt ja gleich da. So, da. So. Geh weiter. Schuss von dem Blödmann und der ist ja natürlich genau da. Wow, da geht's die Sache. Okay, jetzt muss ich die richtige Frequenz finden. Wenn er schießt, runterhüpfen. Ach, war einfach nur Glück. War einfach nur Glück, muss ich zugeben. Oh, da schießt da oben. Wollte schauen, ob ich das da oben zerstören kann eigentlich. Ach, komm schon. Hüpf doch drauf. Aha, das kriegt gibt es was? Wow. Unerwartet gut gelöst. Ah. Ja, leicht ist es halt nicht. Muss man schon sagen, leicht ist es nicht. Und ich fange gleich wieder am Anfang an, ist eh klar. Stage 1 war anscheinend noch nicht komplett hier. Ah, ja, das Timing ist hier so ziemlich hart. So, da stirbt da oben. Kann ich mir nicht immer so einen CPU-Typen holen? Nicht immer anscheinend. CPU-Typ, oh ja, ist CPU-Typ ist wieder da.
Da muss ich drüber springen. Ich glaube, da hilft nichts. Da komme ich darauf? Nein. Muss ich so machen wie vorher. Und instant, jawohl. Den da oben. Das bricht zusammen. Der fliegt um. Wunder. Wow! Einfach immer schön ballern beim Vorgehen. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Gibt zwar keinen Sinn, aber egal. Ist lustig. Okay, und jetzt? Warum ist die Kamera immer so spinnt, sie so weit nach vorne geht? Ja, wenn das jemand weiß, warum man das früher so gemacht hat, dass die Kamera immer so in einer relativ blöden Position eigentlich war, oder eben nicht optimalen Position, dann kann man das gerne in die Kommentare reinhauen. Ich weiß nämlich nicht, warum man das früher so gemacht hat. Ich kann nur vermuten, dass man es einfach nicht besser gewusst hat oder nicht können hat, aber wissen tue ich es eigentlich nicht. Ah, ich muss warten, bis der darauf geht. It's not possible. Grrr, ist das knackig. Ich gehe auf End, weil ich hol mir noch einen anderen. Die habe ich jetzt eigentlich schon alle durchprobiert. Weiß es nicht. Ich glaube, ihm habe ich noch nicht. Er schaut schon mehr aus wie voll der Geheimagent. Den nehme ich. Ich sehe gerade 11 Minuten zocke ich schon. Ja, da vergeht die Zeit schnell bei so einem feinen Spiel. Ich meine, abgesehen davon, dass es halt grottenschwer ist. Das ist ja eigentlich ganz, ganz cool. Ah, ich wollte das ganz nice machen. Dass ich dann nicht. Warum geht das nicht weiter, der Bildschirm? Meine Idee war es nicht, hier drauf zu springen, aber es geht nicht. Okay. Das hätte ich anders machen müssen. Ah, der kann sich am Boden legen. Gut, das konnten die anderen nämlich nicht. Ah, das ist voll der Tarn-Schleichtügel. Moment, das Telefon läutet. Ah ja. Der Herr Martin ruft an. Hallo Martin, was rufst du mich an zu später Stunde? Was geht? Ah, bist noch am Smash Bros. Zocken? Nein. Du hast das ewige Gewinnen satt. Wer hat das ewige Gewinnen satt? Wer soll dir denn das glauben? Das sind doch alles nur Geschichten hier. Alles nur Geschichten. Mein gegen mich Gewinnen ist jetzt keine große Leistung in Smash Bros., aber ansonsten. Also du spielst online, ja, ist schon klar. Und du gewinnst die ganze Zeit nur. Aha. Ich soll die Zuschauer bitten, mal gegen dich zu spielen. Weil dir macht's keinen Spaß mehr. Aha. Naja. Sorgen, die ich haben möchte. Wenn es dir jemand glauben würde. Ja. Was ich zocke? Ja, ich zocke Contra Force. Ist ein super Spiel. Du kannst dir einen CPU-Freund holen. Das heißt, ich brauche dich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt nämlich da so einen CPU-Freund, der hilft mir hier ab und zu. Am NES, ja, gibt es CPU-Freunde. In einem Shooter, ja. Nicht zu fassen, gell. Kommt drauf was. Ja, ziehst dir rein mal. Ziehst dir unbedingt mal rein. Ist ein cooles Spiel. Ja, es ist grottenschwer. Klar, es ist ein NES-Klassiker. Die sind alle zum Kotzen schwierig. Du freust dich, wenn du das zweite Level siehst oder den Endboss vom ersten Level. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Mal schauen. Ich zock schon 14 Minuten und schauen wir mal. Vielleicht geht noch was. Ich zock noch ein bisschen. Habe halt nichts mehr vor. Gut. Ciao. Ja, geh wieder gewinnen. Zu Smash Bros. Ist klar. Wer es glaubt, wird selig, gell? Ciao, ciao. Sagt immer nur, er gewinnt immer nur. So ein Angeber. Furchtbar. So findet man keine Freunde mit so viel Angeben, oder? So. Der braucht auch bald einen CPU-Freund. Ah, zu früh gesprungen. Ah, ich finde eigentlich cool, dass man da bei dem unten drunter kommt. Aber warum kann ich das jetzt nicht. Warum ist der jetzt nicht gestorben, wie ich das weggeschossen habe? Das
ist ein bisschen Mist. Egal, weiter geht's. Wow! Darauf hüpfen. Du sieht man sich, dass er sich da ein bisschen schwer tut mit der Kollisionsabfrage, wenn es so schnell geht. So, dann mal schauen, ob ich jetzt durchkomme. Ich warte, bis der zweite ganz unten ist, dann gehe ich rein. Ah, und ich war zu schnell. Okay, aber das ist die richtige Strategie, so komme ich durch. Ich warte, bis der zweite unten ist. Beim vorletzten muss ich zweimal schießen und weitergehen. So klappt's. So klappt's auch mit dem Nachbarn. So. Kennt überhaupt noch irgendjemand diese Werbung? Wahrscheinlich nicht. Was redet er eigentlich die ganze Zeit mit diesen blöden Nachbarn? Das war so eine dumme Werbung. Ich glaube für ein Waschmittel, ich weiß gar nicht mehr. Da ging es immer irgendwie um saubere Gläser und den Nachbarn. Egal. Ja, seit Netflix kenne ich ja die aktuellen Werbungen gar nicht mehr. Ich würde es, glaube ich, auch gar nicht mehr tragen, diese ganze Werbung mir reinzuziehen. Ah! Wieso hüpft er nicht gescheit? Wieso hüpft er denn nicht gescheit? Kann mir das wer verraten? So, da. Warum stirbt er denn nicht? Na, bei dem... Oh ja, jetzt ist er gestorben. Manchmal kann ich da durch die Wand schießen, manchmal nicht. Nee. Ja, mittlerweile kann ich es auswendig. So, da. Ja, ich sollte bei diesen Games auch immer hart auswendig lernen. So hart auswendig lernen ist jetzt auch der Mega-Übertreiber des Jahres, aber ein bisschen zumindest. Und jetzt komme ich nicht mehr rauf, oder was? Echt jetzt? Jetzt muss ich ganz rüber gehen, damit ich da wieder raufkomme. Wie komme ich darauf jetzt? Echt jetzt? Ach so, okay. Tja, das. Ich habe es rausgefordert. Ich wollte halt wissen. Ne? So, da. Jetzt warte ich, bis der zweite ganz unten ist. Dann gehe ich durch. So, jetzt gehe ich durch. Ich warte eine Sequenz zu früh. Okay, nochmal. Ich warte, bis der ganz unten. Na, das war schlecht. Muss warten, bis der kann. Okay, bei der nächsten geht's. Wenn beide gleichzeitig unten sind. Ah, ich bin zu früh reingegangen. Und nochmal. Also auf jeden Fall der Schleichtyp ist voll meiner. Ach, das war schlecht. Das war einfach nur schlecht. Wieso bin ich da reingesprungen? Nur deppert. Dass ich da oben nicht ein bisschen schleichen. Ich springe über ihn drüber, runter, feuer den ab, feuer den ab, feuer da durch, schieß darauf. Hoffe, dass ich durchschießen kann diesmal. Hat wieder funktioniert, sehr fein. Immer schön Dauerfeuer geben, darauf hüpfen, zapper, 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 weiter geht's. Schaffe ich es jetzt, Leute? Was meint ihr? Batman angenommen. Ja, was ich immer sage, ich freue mich immer über Kommentare. Wenn ihr das seht, schreibt mir einen Kommentar. Wie fandet ihr das Spiel damals so? Kanntet ihr das überhaupt? Werdet ihr es vielleicht jetzt spielen? Whatever. Haut mir irgendwas rein. Dann habe ich was zum Lesen und freue mich. So leicht kann man mir eine Freude machen. Ist doch einfach nicht möglich. Ich hüpfe jetzt einfach durch. Was? So geht's auch. Ist wohl nicht so gedacht. Ah, okay, jetzt bin ich da wieder. Kann man da wirklich gescheit durchkommen? Die Sprungsequenz ist ja schon grottenschwer. Wirklich. Die Bewegungen und so weiter sind schon super gut gemacht für ein NES-Game.
Das ist nie in meinen Lieblingspassagen, dort wo man hüpft und direkt in den Gegner landet. Das ist Level Design technischer ein Traum. Ein Traum. Ja, ihr wisst, was ich meine. Komm an. Komm rauf. Mal schauen, wie weit ich es jetzt schaffe, um Leben zu füllen. Das ist mein letzter Versuch jetzt, glaube ich. Als hätte ich dann noch versuchen können, raufzugehen. Egal. Jetzt sterbe ich schon wieder. Jetzt wird das nichts mit dem Wald kommen. Nein. Gleich da drüber hüpfen ist vielleicht eine gute Idee. So, da den da fertig machen. Da ganz knapp raufschießen. Das funktioniert. Alles wegballern. Was da daherkommt, hüpfen, rauf. Ah, jetzt lande ich wieder im Sprite drinnen, im Collider gelandet. Ja, ich glaube, wenn das einer, wenn man das gern spielt und gut kann. Ich muss mal einen Speedrun davon anschauen. Also es ist so eins von den Games, wo ich mir denke, da könnte ein Speedrun richtig geil ausschauen. Ich glaube, das werde ich halt noch tun vorm Schlafen gehen. Kusche mich ins Bettchen und zieh mir einen Speedrun von Contra Force rein. Tja, was gibt's Besseres? Wahrscheinlich einiges. Na, ist einfach unmöglich. Na, unmöglich nicht. Ich weiß schon mal, ich bin mir sicher, es geht. Natürlich geht's. Aber da muss das Timing jetzt schon verdammt gut sein. Es gibt sicher einen einfachen Trick. Ach, wieso ist dieser dumme Soldat immer genau dort, wo man hinspringt? Das ist einfach. Verstehst nicht, warum programmiert man so etwas? Warum macht man das? Ah. Ich krieg noch Magengeschwüre vom NES-Spiel. Oh Mann, ich lasse es jetzt. Ich lasse es, Leute. Was soll's? Es reicht mir. Es reicht. Das war Contra Force. Es freut mich, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut ihr da drüben nach. Ich habe schon ultra viel gezockt. Wirklich viel NES-Zeug gezockt. Und wenn ihr jeden Tag was Neues in eurem Abo-Postkasten haben wollt, dann unten mal auf Abonnieren klicken und alles durchläuten oder was halt gerade so angesagt ist, macht es. Ja, das war's, Leute. Danke, ciao.